Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist jetzt eine lange Zeit her, dass ich hier was aufgenommen habe auf unserem Kanal Unser Leben in Polen. Es ist jetzt die Weihnachtszeit und vorneweg wünsche ich allen Abonnenten und auch die neu dazukommen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit. Weshalb ich jetzt die ganze Zeit hier auf diesen Kreisel die Kamera halte, ist einfach das Thema Weihnachtsbeleuchtung. Und wenn man jetzt sieht, ist hier alles wunderschön mit blinkenden LEDs bis also hier zum nächsten Kreisel, den man hier unten sieht, ne? Wo ist mein Finger hier, wo das Auto herkommt, und da gehen wir dann mal hin. Hier sehen wir jetzt mal so eine Straßenlaternenverzierung ein bisschen aus der Nähe. Ich habe mir jetzt die dunkelste Laterne hier mal ausgesucht, das ist wirklich schön gemacht, also mit ganz vielen LEDs in so richtig Weißkristall und dann oben schön die Schneeflöckchen in so einem sanfteren Ton. Jetzt sind wir hier unten an dem Kreisverkehr, den ich ja von oben erwähnt habe. Und hier hat sich die Stadt Polkowice ganz viel Mühe gegeben. Und zwar sieht man hier jetzt einfach nochmal die vier großen Laternenbeleuchtung für den Kreisverkehr. Dann hat man einfach hier diese schönen Sterne untereinander auch wieder schön mit den Lichtern eingesetzt hier. Jetzt habe ich mich mal hier auf so eine kleine Insel gestellt. Also man sieht jetzt hier auch ganz toll gemacht in der Mitte solche Art, ja, es soll so Bambusröhrchen darstellen mit so ein bisschen Gestrüpp. Und da hat man einfach so ein indirektes Licht von unten her nach oben scheinen lassen. Und dann halt auch wieder hier diese großen Sterne, sind wirklich klasse. Jetzt sieht man auch hier mal den Unterschied, also wer jetzt in Deutschland auch unterwegs ist. Ich weiß auch nicht, wie es jetzt in den Großstädten ist, aber hier jetzt in Polkowice diese großen Gebäude, da haben wir hier jetzt praktisch drei versetzt hintereinander. Da ist überhaupt nicht viel Beleuchtung dran gemacht. Eventuell kommt es noch, ich habe es auch erlebt bei uns in der Straße, die haben erst jetzt das Wochenende am 4. Advent praktisch alles eingedeckt. Und da bin ich mal gespannt, aber das ist jetzt die Allee, jetzt noch ein Stückchen weiter. Und wenn ich jetzt hier mal ranzoome, das geht also praktisch bis zur nächsten Hauptstraße. Hier auf der anderen Seite vom Kreisel haben wir jetzt weiter hinten, vielleicht kann man es erkennen, Kaufland. Und hier hat jetzt hier schon ein Weihnachtsbaumverkauf aufgemacht. Und hier rechts davon sieht man es hier, das ist Feuerwerk. Also diese Buden gibt es im ganzen Land verteilt. Hier kann man Feuerwerk kaufen. Ich müsste jetzt mal gucken, das ist auch eine Marke. Hier habe ich letztes Mal im Internet nachgeguckt, international vertreten. Also auch nicht irgendwas, wo man so auf dem Schwarzmarkt und dann Angst haben muss, dass einem die Hand wegfetzt. Ich muss jetzt doch nochmal einen Abstecher machen und bin ich kerzengerade in die Stadt rein, weil ich einfach hier schon so ein bisschen festmachen kann. Also so vereinzelt sind hier schon die Wohnungen geschmückt, wobei hier jetzt auch viel noch an Verkaufsflächen drin sind, aber auch hier so Balkone, da sieht man nicht viel. Und was hier dann besonders auffällt, so städtische Einrichtungen, wie jetzt hier auf der anderen Seite, das ist der städtische, ja, man kann es vergleichen mit dem Bauhof sozusagen oder auch Versorgungsamt, alles was hier Müll angeht, also da kann man auch ein Container sich da besorgen. Das läuft alles hier drüber ab und auch da weiter hinten sind dann die Ämter und die sind immer groß geschmückt hier, auch am nächsten Kreisel. Wenn ich jetzt mit meinem Finger hier hinten dieses große Bäumchen, das ist praktisch vor dem Kreisel und hat hier auch wieder so eine so einen städtischen Hintergrund. Da ist natürlich auch dann mehr das Geld da wie bei so privaten Haushalten. Wir haben jetzt hier das Rathaus bzw. auch den Rathausvorplatz mit dem Hintergrund die Kirche. Wer hier das schon mal gesehen hat auf meinem Video vom Tag der Verfassung, da bin ich hier lang gelaufen, geschmückt mit ganz vielen Flaggen. Ja, und das Rathaus ist dann auch dementsprechend schön ausgeführt. Genau das habe ich hier vorhin gemeint. Da sieht man hier schon mit den typischen Zeichen hier auch die Dazugehörigkeit zur Kupfermine, und die Mine lässt sich das auch nicht nehmen und hier richtig viel Geld reinzubuttern, und die haben halt hier diesen kompletten Platz sehr wahrscheinlich auch bekommen. Auch wieder eine schöne Verzierung, passend auch wie gesagt zu diesen alten Laternenlampen, die fand ich ja schon immer super hier in Polkowice, also richtig schön und auch passend gemacht. Hier auch, wenn ich jetzt noch mal von der anderen Seite sehe, hier die Rückseite vom Rathaus, einfach diese dezente LED-Beleuchtung, oben dieses indirekte Licht zur Mauer hoch, also ist wirklich klasse.
Ja, wie könnte es anders da sein? Ich habe es ja vorhin schon hier angedeutet, wenn man hier rechts die Laternenbeleuchtung sieht. Hier hat man jetzt einen riesen Weihnachtsbaum aufgebaut und hat dann auch hier wieder diese typischen Zeichen der Mine angebracht. Ganz oben nochmal so einen funkelnden Stern. Und hier vorne hat man einfach eine Möglichkeit, sich dann zu positionieren mit der Familie. Und nochmal hier den Hashtag Polkowitz. Ich meine, die Stadt geht richtig mit der Zeit, muss ich auch sagen. Ja, und dann hier den typischen Minenarbeiter in seiner Auskuniform. Da war jetzt vor 3 Wochen dieses Fest. Ich glaube auch der Schutzpatronin. Und ja, mit diesem Hut und diesem Federschmuck ist auch hier wahrscheinlich gut gewählt, weil einfach hier der Platz schon recht gedenklastig ist. Also hier hinten sieht man schon diesen Stein auch zum Gedenken der Minenarbeiter, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das der Gefallenen ist, aber generell, die Mine hat hier einen sehr hohen Stellenwert und lässt es natürlich dann auch sehen, ja, und scheut sich da nicht auch wirklich Geld in die Hand zu nehmen. Hier drüben auf der rechten Seite hat man jetzt gleichzeitig die tolle, prunkvolle Kirche und da haben die noch eine kleine Krippe aufgebaut und da gehen wir jetzt gleich mal hin. Hier jetzt nochmal aus der Nähe, weil ich es einfach so faszinierend finde, mit einem Schwenk nach oben. Also es sieht wirklich gigantisch aus. Ja, das ist hier einfach die Krippe, die aufgebaut worden ist. Passend einfach direkt hier vor die Kirche. Ja, da hat man einfach das typische Bild Maria, Josef und das kleine Jesuskind. Alle sind da, die heiligen drei Könige und die ganzen Tiere. Und das ist alles richtig schön gemacht hier. Wir stehen auf der anderen Seite, also ich bin praktisch von der Rückseite hier gekommen. Da gibt es noch so eine schmale Gasse und auch auf der anderen Seite diese Bäume auch wieder hier schön verziert. Und was hier auch immer ganz toll ist, sind einfach diese Informationen, die man hier bekommt. Meistens hat es dann was mit der 100-Jahr-Feier zu tun, egal ob es Tag der Verfassung, Unabhängigkeitstag oder auch hier wieder die Sache Solidarność, also die Unabhängigkeitsbewegung. Da werden dann auch immer wieder die Helden Polens dargestellt. Und also es wird auch hier richtig schön mit der Zeit umgegangen und auch sehr viel auf der nationalen Ebene gezeigt. Und da ist man auch stolz drauf. Also man sieht hier sehr viel. Das ist jetzt sehr wahrscheinlich auch über die Mine, genau. Oder? Müsste ich mich jetzt einlesen? Es ist auch vieles auf Englisch. Dann für die Besucher, das ist jetzt aber rein auf Polnisch, soweit ich das hier sehen kann. Hier hat man nochmal den Aushang der Stadt. Ne, es geht hier noch um die Mine. Da sieht man hier das Bild von diesem Aufzug praktisch, so wie sie da steht. Und hier, wie gesagt, der Aushang von der Mine mit der von dem Rathaus. Einfach, da gibt es verschiedene Sachen, Werbeträger und auch was so Neues. Hier, das finde ich ganz toll, da hat der Bürgermeister, der neu gewählte von diesem Jahr, hat hier diese Wasserspende aufgestellt. Hier steht einer, im Park steht einer und irgendwo noch am Fußballfeld, soweit ich das weiß. Aber den habe ich noch nicht gesehen. Jetzt musste ich nochmal hier hochlaufen, also zurücklaufen Richtung Kaufland oder beziehungsweise Bauhof. Weil jetzt sieht man auch, was hier diese Plakatierung in der Innenstadt für ein Motto hat. Und zwar hier einfach die Mine in Rudna. Das ist jetzt hier dieses Aufzugsystem. Was ja, wie gesagt, auch das ist, was man am meisten sieht bei diesen Minen. Und jetzt sind wir hier an dem neu gebauten Kreisel. Der ist noch gar nicht so alt. Ich würde mal sagen, vielleicht ein Jahr, anderthalb. Und wenn wir jetzt hier hinten gucken, kommen wir wieder an diesen Bauhof bzw. Versorgungsamt. Das ist dann praktisch der letzte Kreisel sozusagen, Ortsausgangs. Also wir stehen jetzt hier an diesem Parkplatz und kurz vor diesem Zentrum. Ich habe jetzt schon wieder den Namen vergessen. Wie das Zentrum heißt, aber hier gibt es Pepco, Rossmann, Sinsay, RTV, AGD, das sind praktisch Haushaltsgeräte und ein MPIC, da ist ein Żabka mit drin. Der Betreiber bzw. der Gründer kommt aus Polkowice und bei knapp 22.000 Einwohnern in der Stadt hat er schon maßgeblich auch so ein bisschen am Wohlstand mitgedreht. Also er hat hier auch die führende Position im Sponsoring des Fahrerteams und die fahren auch schon recht gut
vorne mit. Und ja, außerdem hat er im Industriegebiet, ich habe ja vorhin auf das Video mit der Stadtrundfahrt verwiesen, eine große Fabrik. Also da sind viele Arbeitsplätze neben VW, Sitec und wie sie alle heißen, halt vom Ausland her ist eigentlich eher mit seinem Schuhgeschäft, der hier schon auch als Einheimischer viel gebracht hat. Es wird ja auch expandiert seit Jahren, auch in deutsche Geschäfte. Also da läuft alles wirklich gut. Es ist auch so das einzigste Geschäft, das hier jetzt beschmückt hat in der weihnachtlichen Sache. Wenn ich jetzt so ranzoome hier unten, ja, die sind eigentlich immer stark beleuchtet, aber so direkt, dass jetzt jemand oben was gemacht hat, ist jetzt nicht der Fall. Aber ich denke mal, da hat auch hier der Hauptsponsor, man sieht es an der Größe, ja, wer was abbekommen hat, wahrscheinlich auch gesagt, Mensch, lasst mich das machen, es reicht ja, wenn es einfach da oben ist. Genau gegenüber vom CCC, ist hier noch ein Schild? Nein, keins mehr. Einfach hier, das ist nochmal der obere Eingang. Hat sich jetzt auch was getan, und zwar hier auf der anderen Seite, wenn man gerade hier jetzt zum Thema christliche Feiertage was dazu sagen kann. Und zwar, das sind jetzt einfach neu gebaute Wohnungen, die sich noch im Rohbau befinden. Aber ja, jetzt hat man es richtig gehört, hier geht was ab. Rocky ist schon abgehärtet, also dem macht das Feuerwerk nicht so viel aus. Ja, die werden wahrscheinlich nicht ganz so erschwinglich hier sein, diese Wohnungen. Aber es wird zumindest mal für Wohnraum gesorgt. Hier war vor anderthalb Jahren noch einfach nur ein Parkplatz. Und man macht hier schon viele Sachen. Unweit von unserem Haus sind auch neue Sozialwohnungen schon fertiggestellt. Da leben auch schon zwei, drei Familien drin. Hier ist es anders. Da hier wird es einfach an sozial schwache Familien, vorwiegend mit Kindern, weitergegeben. Und da ist eigentlich tut es mir nicht leid, aber es ist halt zwingend Voraussetzung, dass man hier auch polnischer Staatsbürger ist, um in den Genuss von sowas zu kommen. Diese Gebäude sind wirklich auch top. Ja, da sind Spielplätze zwischendrin. Vielleicht mache ich da nochmal ein extra Video hier, um das alles mal zu zeigen, was hier auch für die Menschen gemacht wird. Und da hinten raus geht es jetzt zum ehemaligen Tesco. Der hat ja hier seine Zelte abgebrochen. Ich weiß nicht, ob die Umsätze eingebrochen sind durch die starken Supermärkte oder ob das was auch mit dem Brexit zu tun hat, kann ich nicht sagen. Also Leute, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Und zwar habe ich jetzt erstmal abgebrochen. Jetzt sind wir wieder an so einem Raser vorbei. Und zwar abgebrochen, die Straße lang zu gehen, weil hier wird es richtig interessant. Wir sehen jetzt hier hinten schon die erste Mega-Beleuchtung und hier auf der rechten Seite das nächste Haus. Da stehen dann auch immer Schlangen hier an der Straße mit Autos und da gehen wir jetzt erstmal hin. So, ich wusste es doch noch. Und zwar ist das jetzt schon das Grundstück hier. Nicht, dass ich jetzt hier ein Grundstück betrete, das ich gar nicht betreten darf, aber ich glaube nicht. Obwohl, nee, hier war letztes Jahr noch ein Zaun. Da hat man praktisch direkt vom Zaun aus drauf geguckt. Aber hier vorne ist jetzt, wo mein Finger ist, auch so ein kleiner Durchweg. Also man kann hier schon bei den Leuten auf das Gelände drauf und ist natürlich sagenhaft. Ne? Da vorne hat man jetzt, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt ein bisschen links rüber gehe und hier dran schwenk, da steht dann Wesołych Świąt, also fröhliche Weihnachten in dieser tollen Schrift. Und man sieht hier, wenn ich mal so leicht rüberschwenke, dass sich da halt jemand richtig viel Mühe gegeben hat. Die betteln sich auch immer gegenseitig hier, weil genau gegenüber ist dann auch der Nächste. Und soweit ich weiß, gibt es hier auch in der Stadt Polkowice immer die Möglichkeit, dass man hier auch einen Preis gewinnt. Ich will jetzt denen nicht wirklich so ganz auf die Pelle rücken, aber ich gehe davon aus, dass sie sich darauf eingestellt haben, dass hier wirklich auch die Leute gucken. Weil jetzt gehe ich mal hier nah ran, dann sieht man halt wirklich hier, was hier bis zum Schornstein hoch auch gemacht ist. Also richtig toll, nicht mit irgendwelchen normalen Lichtern, sondern halt auch richtig tolle Effekte hier. Ganz toll gemacht. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal auf die andere Seite. Der Hund hat mich noch nicht entdeckt. Ich muss jetzt mal ein bisschen leiser sprechen. Und zwar habe ich mich jetzt von dem seitlichen Weg hier vorgepirscht. Und viele wissen gar nicht, dass es hier reingeht. Jetzt gucke ich mal. Hier, das ist praktisch die Vorderansicht. Hier nochmal einen schönen Baum. Aber jetzt hat er mich, glaube ich, gesehen. Ja, jetzt hat er mich gesehen. Ich habe gedacht, der konzentriert sich. Ah, der fein, auch ein Schäferhund. Das ist auch ein Schäferhund. Die sind hier auch stark vertreten als Wachhunde.
Und hier sieht man jetzt, ich hoffe, das mit dem Hund ist jetzt nicht so arg, mit dem Richtmikrofon. Aber ich glaube doch, der hat ein lautes Gebelle. Hier sieht man die schöne Engel bis hinter in den Hof reingemacht. Auch hier nochmal die Seite. Also Wahnsinn, ein Traum aus Lichtern. Also das mit dem Hund, das war jetzt etwas nervig. Aber jetzt sieht man es hier nochmal von der Straße aus. Da hat jetzt auch ein kleines Kind mitbekommen, dass man hier drauf kann. Und letztes Jahr war das noch beschildert hier. Also die haben dann wirklich ein Schild hingeschrieben, Mensch, hier geht's lang. Da war dann noch alles eingezäunt. Da hat man sich hier auch dann das alles angucken können. Mit dem Hund, das ist halt ein Problem. Und jetzt gehen wir mal da drüben. Mein Gott, ich möchte nicht wissen, was die für eine Stromrechnung haben. Die haben nämlich nicht alle Solarpaneele oder Photovoltaik auf dem Dach. Das sieht natürlich auch klasse aus. Also allein von der Seite sieht das schon richtig mächtig aus, was hier gemacht ist. Also ich würde jetzt mal sagen, von der Art und Weise und vom Aufwand gleichwertig mit dem, wo wir eben waren. Hier auch, ich gehe jetzt mal ein bisschen näher ran, hier fröhliche Weihnachten. Dann auch hier die 2020, das Jahr nochmal richtig schön in Szene gestellt. Und hier auch vorne, hier dieses kleine Licht am Zaun. Hier haben wir auch wieder die Krippe, die auch in der Innenstadt aufgestellt ist. Und dann wirklich schön gemacht. Das ist so ein alter Bauernhof. Ich weiß gar nicht, ob man auch rein kann. So, da geht es dann weiter hier. Also auch so viele kleine Rentiere. Aber ich glaube, man kann rein. Super. Richtig tolle Sachen. Und hier auf der anderen Seite schon die Schneemänner gemacht. Da möchte ich nicht wissen, wie viel Arbeit da drin steckt. Also ihr seht das selber, jede Kleinigkeit ist hier verziert worden. Da unten kommt eine kleine Katze angerannt. Toll. Ich finde es auch schön, dass die Leute einfach ihren Hof offen lassen. Und ich denke, dass man reinlaufen darf. Ich meine, sonst hätte ja jemand ein Schild geschrieben. Aber auch hier hinten alles schön dekoriert mit ganz vielen unzähligen Sachen. Hier oben ist noch ein Weihnachtsmann hier auf dem Dach abgebildet. Dann auch hier oben, ja, dieser Torbogen. Hier noch eine Schneeflocke an der Seite, ein Glöckchen. Also wirklich toll. Da hat man natürlich auch Laune jedes Mal, wenn man rauskommt. Auch hier ist wieder ein geifender Hund zu sehen. Und jetzt nochmal. Ui! Die Katze ist weggerannt jetzt hier von der Rückseite. Es ist wirklich toll, dass man hier rein kann. Wow! Wow, echt klasse. Und hier ist die ganze Elektronik drin. Ja? Sieht man hier im Hintergrund. Also hier ist wahrscheinlich alles verkabelt. Ja, kleines Kätzchen kommt hier unten noch angerannt. Für die ist es wahrscheinlich auch ein Heidenspaß hier. Oh. Ja, was ein Kätzchen. Ja, das ist auch immer das Schöne hier. Ja, man trifft immer überall Tiere. Aber jetzt, ich bin begeistert. Ich bin sprachlos. Jedes Jahr wird es schöner. Ganz toll. Ja, auch bei uns in der Straße ist hier alles schon schön mit Beleuchtung versehen. Die letzten sind jetzt noch heute am Werkeln gewesen. Und wenn man hier runter guckt, dann ist eigentlich fast an jedem Haus hier irgendetwas mit Lichtern verziert. Und dann war es das jetzt eigentlich schon von meinem Weihnachtsbeleuchtungsvideo hier. Dann sage ich liebe Grüße nach Deutschland und frohe Weihnachten an alle, die uns kennen. Und ja, kommt gut ins neue Jahr. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Video mache, aber in diesem Sinne bis zum nächsten Mal und tschüss.